Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Ubuntu 12.04 Longtime Support Version euer GIMP aktualisiert. Ihr habt, wenn ihr Ubuntu 12.04 installiert habt, eigentlich GIMP schon auf eurem Rechner. Ich zeige euch das mal bei mir. Moment, kurz vertippt. So, das ist GIMP 2.6. Können wir auch hier unter hinführen und Info uns anschauen, dass eben GIMP hier in der 2.6er Version ist. Das ist eine sehr gute Version, eine sehr stabile Version. Aber wenn es gibt schon die 2.8er Version, und wenn ihr mit dieser arbeiten möchtet, die doch auch ein bisschen andere Funktionen mit sich bringt, dann könnt ihr das ganz bequem mit eurem Terminal aktualisieren. Dazu gehen wir natürlich gleich in unserem Terminal. Jetzt habe ich es wieder geöffnet. Na, das Touchpad ist ein bisschen heute sehr empfindlich. So, dann gehen wir hier. Genau, jetzt haben wir hier ein Fenster und geben hier folgende Befehle ein, die ich auch unter meinem Blog drubuntu.de, also schaut mal kurz da rein. Ich schreibe da hin und wieder was rein zu meinen Videos oder zu meinen aktuellen Projekten oder diversen anderen Dingen. Und wenn ihr hin und wieder mal einen Kommentar hinterlässt, dann freut mich das natürlich. Dann weiß ich, dass auch hin und wieder jemand mal meine Seite besucht. Wenn ihr so nach unten scrollt, dann seht ihr eigentlich schon, dass ich da einige Einträge schon zu diversen Videos von mir gemacht habe. Ihr könnt ja auch hier gerne mal vorbeischauen. Ja, dann habe ich auch noch so einen Gefällt mir Button, und ja, wenn ihr einen Twitter-Account habt, könnt ihr es auch gleich twittern. Aber jetzt geht es weiter mit der GIMP-Aktualisierung. Dazu, ja, hier habe ich es drin, die Befehle auf meinem Blog. Ich habe es aber hier auch als LibreOffice-Datei mir vorbereitet. Ich kopiere mir jetzt die oberen Befehl in die Zwischenablage. Ihr könnt es ja dann bequem bei meinem Blog euch rüber kopieren und dann in eurem Terminal einfügen. Jetzt wird hier das Root-Passwort verlangt. Das tippe ich mal ein. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht vertippt. So. Viel ist jetzt nicht passiert. Jetzt mache ich hier ein Update. Gehe wieder rüber in mein Terminal, füge das wieder ein und bestätige das. Jetzt geht dann doch mal was, wenn ich es update. Das warten wir mal kurz durch, das geht relativ schnell. So, da haben wir es auch durch. Hier die nächste Zeile kopieren. Rechte Maustaste und einfügen. Bestätigen. Die Bestätigung mit Ja. Das geht jetzt auch noch mal kurze Weile. Mit der Zeit kann ich einen Schluck Kaffee nehmen. So. Wir sind hier gleich durch. Wie ihr sehen könnt, kriegen wir hier schon ein paar Informationen mit GIMP 2.86. Und jetzt geben wir noch zum letzten Befehl hier ein. Und sind dann eigentlich mit der Aktualisierung von GIMP gut durch. So, scheint erledigt zu sein. Wir können hier LibreOffice mal beenden und gehen in den Dash und geben mal GIMP ein. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier schon GIMP 2.8. So, auf diesem System war nach der GIMP-Aktualisierung bei mir ein Neustart notwendig. Wundert mich, weil es auch mein ESA Bretado nicht so war, aber jetzt öffnet sich hier auch ohne Probleme GIMP, also stürzt nicht ab. Und läuft auch stabil. Wir können auch mal hier unter Hilfe Info schauen.
eben GIMP 2.8.6, die aktuelle Version. Und somit habe ich euch in diesem Video gezeigt, wie ihr euer GIMP unter Ubuntu 12.04 aktualisieren könnt. Ganz einfach mit dem Terminal. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.